Halbe? Die fangen später an, die zwei Clowns. Da hat mir doch niemand gesagt, hat mein Konstanz doch gar nicht mitgekriegt, oder? Letzte Donnerstag bin ich rausgeradelt mit dem Velo, ha? Völlig umsonst, war nichts los, konnte ich wieder heimfahren. Das ist doch Mist, da muss man in Konstanz auch. Oh weh, ein bisschen Rückenschmerzen hat da eine, ja? Deswegen verschiebe die zwei Wochen. Also was gibt's doch nicht, also bei uns wird es so nicht funktionieren. Ha? Okay. Ja, dann gehört, da mit dem Rücken, he? Vermeint, he? Mit dem ist also dann gar nicht. Ich habe ja gehört, das ist so groß, also so eine große Wunde. Oder? Ein Reissverschluss vor bis ab. Ich werde ja sehen, wie denn am 6. November dort trocken, 1,5 Stunden. Mit dem Reissverschluss. Ja, ja, da habe ich davon gehört, ja, dass die später. Ja, ja. Ja, das hat mir der Lorenzo gesagt, mein Coiffeur, gell? Weil ich war ja extra schon einen Termin gemacht gehabt, damit ich da auch schick bin, gell? Gut, jetzt muss ich nochmal gehen, aber es ist ja so schlimm, wie ich kann. Ja, Rücken, gell? Also ganz furchtbar. Ja, also so Rückensachen. Ach, ja, yeah, hier. Yeah. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich jetzt die Coiffeurrechnung erstattet kriege von denen. Da werde ich mal noch fragen, gell? Ja, das ist also wie so auf die Züge durchgedrungen, oder? Dass der Keller da musste den Rücken aufschnetzeln. Aber er soll sich nicht beklagen, ich habe mit ihm telefoniert. He. Die Antoinette Airoldi, das ist ja die Vizechefin, oder? Vom Herzneurozentrum. Die arbeitet dort offenbar als Krankenschwester. Wo so eine ganze heisse Schnalle sein. Da hat man dann das Geschenk.